Hallihallo, Hallöchen und recht herzlich willkommen jetzt zurück zum Let's Play von Omni 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf der Map Waldhofen 2013 und es hört sich an, als ob die Karte schon ein bisschen älter wäre, aber es ist eine modifizierte Version von Waldhofen, die Karte von David M. Und hier wurde genau größtenteils ein Teil der Linien umgekrempelt, also eher so Sachen wie Fahrplanfahrten und sowas, das Fahrzeugkonzept beispielsweise auch. Und das Ganze ist erschienen, ich weiß es auch schon ein bisschen her, aber im OMSI-Webdisk Adventskalender. Und ja, das schauen wir uns heute mal an, weil es da ein paar ganz interessante Dienste gibt. Also neben SEV gibt es auch Shuttlefahrten, Park-and-Ride-Fahrten und noch vieles mehr. Schnellbusse zum Beispiel auch. Und wir haben uns heute mal für den Schienenersatzverkehr entschieden, der Regionalbahn 41. Wenn mich nicht ganz alles täuscht, müsste das sein. Und dafür stehen wir jetzt hier in Waldhofen am Bahnhof, müssen gleich einmal wenden, also der ein oder andere kennt das wahrscheinlich noch, hier Waldhofen Bahnhof, ja, da oben fahren eigentlich die meisten normalen Buslinien ab, hier unten ist so ein bisschen der Busbahnhofbereich, den ich auch tatsächlich echt schnieke finde. Was fährt hier denn noch zum Mühler Forst? Aha, zur Fachhochschule, genau, so die groben Ziele und sowas, das sollte euch alles bekannt vorkommen, aber wir fahren heute mit dem Citaro Facelift GD, also mit dem Hybridbus, der nämlich auch ein eigenes Repaint hier bekommen hat für die Karte. Sieht halt eben, ne, wie ihr sehen könnt, nicht ganz normal nach Facelift G aus, sondern hat eben ein, ja, extra Hybridanstrich, sieht man auch am Fahrzeug an sich, und das habe ich mir, wie gesagt, zum Anlass genommen, dass wir das heute mal so machen. Genau, der ganze, der Bus kommt eben aus dem, genau, Facelift Soundpack von Morphe Version 2, ist es also für den Facelift. Genau, so, das lädt jetzt erstmal fleißig seine Daten. Da dauert erstmal einen kleinen Moment. Wir fahren nach Albringhausen Bahnhof. So, Windows Embedded fährt hier einmal hoch. Den Vorratsdruck können wir jetzt leider nicht schneller anlassen. Genau, wir haben auch ganz viele Dienstunterlagen. Das ist immer ganz cool. Zum Beispiel auch hier für den Busverkehr Waldhofen eben einen, ne, wisst ihr, wie das heißt? Linienplan, whatever. So, ein bisschen Licht für unsere Fahrgäste. Genau, wie man auch, glaube ich, mitbekommen hat, fahren die Fahrzeuge, können sich nicht mehr im Chördesign wie bisher auf Waldhofen, sondern die haben so ein bisschen Unterspannung. Aha, was soll mir das jetzt sagen? Ich fahre mal ein paar Meter, ob das was bringt. Ja, okay. Dürfte, denke ich, was bringen. Okay, das heißt, wir machen mal aber. Achso, nee. Den wollte ich nicht. So. So, wir merken schon, am Anfang fahren wir tatsächlich eben rein. Ups, da, elektrisch. Trotzdem würde ich mit Bordsteinkontakt ansonsten. Genau, geht es für uns jetzt hier erstmal nach oben. So. Bus ist dementsprechend ein kleines bisschen leise. Ich melde mich hier schon mal an, wobei wir das wahrscheinlich nicht brauchen werden. Ich glaube auch, dass wir gar keine Route haben. Bin mir jetzt allerdings nicht hundertprozentig sicher. Ist jetzt eigentlich grün. Genau, wir merken, der Motor ist quasi an und kommt eben, ne, hilft eben bei Bedarf mit. Unser Hybridfahrzeug, wir haben hier auch noch den Zero Emission Vehicle Button, mit dem wir dann quasi komplett ohne Emissionen fahren können. Aber wir lassen den Bus jetzt heute mal in seiner Standardform, hätte ich gesagt. So, warum haben wir hier rum? Ach, das macht das Ganze immer so schön leise hier, die Hybridfahrzeuge. Ach, angenehm. So. Achso, ich habe jetzt hier gar keine Hilfspfeile. Genau, also man startet auch normalerweise ungefähr in der Richtung. Also wir kommen auf den Albringhausen Bahnhof und das hier ist quasi die Betriebsfahrt, die auch einen extra Teil im Fahrplan hat. Den habe ich auch, glaube ich, angenommen gehabt. Den hat er mir nur scheinbar schon als gefahren angesehen. Von daher, ja, fahren wir jetzt eben so einmal zum Startpunkt. Also das ist quasi hier der Way, wie wir wenden. Das ist auch tatsächlich nur ein einziger Umlauf.
Und ja, ansonsten ist es halt eben ein kleiner SCV-Umlauf, ein Chrono-Event. Eben auch im Jahre 2013 in den Herbstferien, weil dort eben Bauarbeiten durchgeführt werden. Das heißt, das ist jetzt nichts Riesiges, aber ich vermute mal trotzdem, dass wir einiges an Fahrgästen bekommen werden. Da bin ich echt mal gespannt. So. Ach Mist, schon wieder fantastisch. Genau, da oben fahren uns eben die anderen meisten anderen Buslinien ab. Das kennt man, glaube ich, sonst noch so von Waldhofen. Achso, ein Kollege hat jetzt hier natürlich wieder die... Ach ja. Fantastisch, das will ich einmal Repaints zeigen hier, ne? Danke auch, Omsi. So, da genau, der sieht nämlich auch so aus. Wie wir, der Gute. Ist auch einer von uns, ne? So, links geht's zum Depot oder zu den anderen Linien. Und runter zum Bahnhof dann eben wieder hier lang. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht allzu viel Verspätung sammeln. Ofenbahnhof. Ach, oh, vor einer Ups. Ja, da könnte für die Leute ein bisschen schwierig werden mit dem Anschluss, den die kriegen wollen. Wenn denn in Albringhausen Bahnhof wieder ein Zug fährt, dann tut mir das ein bisschen leid. So, von hier drin wird man das mit Elektrik ein kleines bisschen besser. Das macht es allerdings zu fahren auch nicht wirklich einfacher. Okay, ist glaube ich eher was für die geraden Stücke. So, genau da vorne sehen wir schon unsere Fahrgäste. Upsala, da wollen wir einmal rum hier. Genau, und da links hier wäre quasi die Gegenrichtung, wenn wir die Fahrgäste dann aussteigen lassen. Und die bekommen wir jetzt alle hier rein. Holla die Waldfee. Gut. So. Wir machen schon mal auf. Und dann schauen wir mal, dass wir richtig geschildert bekommen. Alter Finne. Gut. Ich stehe mal hier so. RB41. Hallo. So. Ich schau gar nicht zur zweiten Tür ein. Gut. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Reinquetschen in den Bus. So, RB41. Ja, gut, das ist ein bisschen was los hier, ne? Die Armen, die tun mir fast schon wieder leid hier, die armen Fahrgäste. Ja, vor allem auch, dass der Stopp so ein bisschen weiter weg vom Hauptbahnhof ist, ne? Wir müssen ein bisschen laufen da, aber hey. Was willst du machen? Schön, mir gefällt der grüne Heck tatsächlich echt gut. Das ist eine schöne Kombination hier. Hallo. So. Hallo. Achso, der Warnblinker macht Möp Möp. Ich frag mich, was die ganze Zeit Möp Möp macht. So. Hallo. Guten Tag, hopp, alle mal rein hier. Ich hab eine Ewigkeit. Sagt der zu spät kommt, ne? Hallo. Wie viel Pause haben wir denn? Oh, gleich Abfahrt. Kann aber auch sein, dass das eigentlich nur die Wendezeit ist. Ja, komm, stapelt euch mal hier. Hallo mal rein, hallo, schönen guten Tag, hallo. Gestresster SIV-Busfahrer. So, feste Bremse nehmen wir schon mal raus, sonst wird keiner mehr mit. Gut, ich glaube auch, dass wir die Kapazität des Wagens aus- bzw. überlastet haben. Gut, ihr dürft nächste Runde mit. Ja, ist recht viel für einen Bus, aber hey. So. Zack. Hilfspfeile, wunderbar. Dann geht's ab nach Albringhausen Bahnhof. Uiuiui. Also ich fahre gerade Vollgas, ne? Das ist, ich vermute mal... Doch, der Großteil an Fahrgästen, der hier ein bisschen schwerer macht. Und der nicht ganz so starke Hybridbus, der dann ebenfalls seinen Teil dazu beiträgt. So, Waldhof noch schon ewig nicht mehr gefahren, aber auch eine tatsächlich echt coole Karte von David M., kennt man, glaube ich, größtenteils von Abendlaunsbach, Waldhofen zum Beispiel, genau hier. Oder auch Winsenburg war ja davor quasi die Map, die da rauskam. Ansonsten, ja, ne, ist das soweit so gut. So grob kenne ich mich tatsächlich auch noch aus. Ist, finde ich, eine Karte, die irgendwie, ich weiß auch nicht genau warum, aber so ein bisschen unterm Radar verschwunden ist. Also ist eine ganz klassische David-M-Karte eben.
Finde ich auch so vom Dinge hat das einiges auch zum Beispiel vom Laurensbacher Bereich. Von der Gestaltung her, also Alheim ist natürlich der ältere Teil. Alheim-Laurensbach existiert schon ein bisschen länger und der ähnelt halt ist doch sehr stark. Laurensbach ist dann auch zu einer ähnlichen Zeit entstanden, hat sich ein bisschen abgewechselt. Erst Alheim Version 2, Waldhofen und Alheim-Laurensbach updated. Also, ne, da hat sich alles so ein bisschen ineinander verwoben und das hier ist, finde ich, echt ordentlich gebaut. Hat zwar natürlich nie groß Updates bekommen, also bei der einen Version geblieben und hat jetzt eben hier durch den OmsiWebDisk Adventskalender ein, ja, sagen wir mal, zumindest linienmäßiges Update bekommen. So, ich habe aber Vorfahrt. Ja, ich muss halt nur gucken, dass wir da nicht irgendwo anecken. Gut. Hey, wo müssen wir denn hier hoch? Ich bin die. Oh, Motor geht an. Motor geht an. Ach so, ach Mist, die haben jetzt alle hier den. Na gut, Texturfehler. Belastend. Extra gefreut, mir das schöne Paintpack auch vorzustellen, aber naja. So, aber ja, wir brauchen hier den Berg hoch. Auf jeden Fall die Hilfe unseres Motors. So, der auch ganz fleißig mithilft hier. So, Ampel. Habe ich hier hoch entweder was mit Retarden, habe ich mal hier erklärt. Das kommt mir aus dem Kontext bekannt vor. Oder was von einem Berg anfahren. Ich weiß das schon echt nicht mehr. Ich kann mal versuchen, die Folge rauszusuchen, wo wir hier hochgefahren sind. Was fährt denn hier lang? Dass wir das mal festgehalten haben. Hier fährt die Linie 502. Na, ja, guck mal, ob ich das vielleicht finde. Dann habe ich, verlinke ich das vielleicht am Ende des Videos im Endscreen. Könnte ich mal überlegen, ob ich dafür mal irgendwann neue Musik gibt, so also im neuen Jahr irgendwie, aber ja, müssen wir mal gucken. Wie lange ich euch noch mit den mit dem gleichen Endscreen-Lied nerve. Ja, müssen wir mal gucken. So. Echt einen stärkeren Bus brauchen. Wobei es natürlich auch ganz praktisch ist für so eine, ne, wenn wir schon quasi eine Bahn ersetzen, dass wir dann ein bisschen umweltfreundlicher unterwegs sind als mit dem klassischen Dieselbus, wobei, ne, Euro 6, blablabla, da kann man ja auch viel mit machen. So. Aber hier eben ein Prestigefahrzeug, jetzt eben hier auf der Linie unterwegs, die, ja, ich sag mal, doch ein bisschen weiter fährt hier als, oder zumindest ein bisschen länger durchfährt als manche andere Linie. Es hat eigentlich noch Platz, ne? So ist es ja nicht. Das vorne nicht. Das ist belastend. Ja, ihr müsst die alle mit bis Albringhausen Bahnhof. Ich halt vorher eh nicht mehr. Das heißt, er könnte so viel zur Tür laufen, wie er wollt. Das ist mir relativ egal. Ja, sorry, es war jetzt belastend. Aber im vorderen Teil vom Bus war doch echt noch Platz. Also, ich sehe das Problem jetzt nicht wirklich. Aber hey, so. Genau, wir dürfen auf die Spur hier. Nicht? Doch. Hallo, ist grün. Wirklich? In echt jetzt? Okay. Heißt das geradeaus oder heißt das, was heißt das denn jetzt da vorne? Heißt das jetzt auf die Spur? Hier geradeaus und dann da vorne rechts. Okay, das ist eine interessante Verkehrsführung hier. Genau, in der Karte wurden, wie ich gelesen habe, scheinbar nur minimale Veränderungen vorgenommen. Ja gut, mein rechter Blinker ist ja kaputt, ne? Wie zum Beispiel, dass man an der einen oder anderen Stelle auch mit dem Gelenkbus durch kann, wo man sonst nicht unbedingt mit dem Gelenkbus durch wäre. Ja, solche Geschichten zum Beispiel. So, mal hier lang. Mit 50 hier bei den Straßen stehen. Ach, oh, guck mal, die sammeln sich schon alle ganz brav. Ach, das ist ja lieb. Ach, damit das Aussteigen nachher schneller geht. Oh, ihr seid ja freundlich, Fahrgäste. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Jetzt ist sie den Busfahrer so gut unterstützt. Obwohl ich so lange geplappert habe und deswegen zu spät losgefahren bin. Ach, ihr seid einfach Herzchen. Die lieben Fahrgäste, du. Naja. Wir schauen mal, vielleicht fahren wir in nächster Zeit auch noch die ein oder andere Linie hier, weil es ja doch ganz coole Sachen gibt. Eben die Park-and-Ride-Shuttle-Schnellbuslinien. Nachtexpress ist jetzt eher nicht so, aber
Ja, ne, ein paar coole Sachen. Mal schauen, ob wir das vielleicht dann im Laufe der Zeit einmal machen oder auch nicht. Wir müssen gucken. So. Ach, kein Retarder? Ne, okay. Leute, kein Retarder. Gut, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, dann mit dem Hybridantrieb das dann irgendwie zu kombinieren. Er wird schon funktionieren, aber bei das Retardern dann ja eher eine Stromrückgewinnung wäre. Ich weiß nicht. Ich kann mal gucken, ob wir das hier... Kriegen wir das hier hingedrückt? Ja, Störung Außenbeleuchtung. Danke für die Info. Da, das wollte ich sehen. Haha. Genau, da sehen wir den Ladestand. Der ist ein bisschen belastend. Temperatur, Verbrauch. Ja, und hier haben wir genau den Grad an Rückgewinnung bzw. Bremskraft oder Beschleunigung, den wir eben haben. Das heißt, falls wir schön bergab fahren, haben wir einiges an Rückgewinnung, können unsere Batterie wieder ein bisschen aufladen. Ja, Akkubatterie, das ist, was man wieder aufladen kann, ne? Sag mal, was soll denn das? Ich bin ja zuerst gewesen. Ich habe vor Fahrt, habe ich mal gehört. Ich glaube, das sieht ja anders. Da könnten wir jetzt einen großen Diskurs anfangen. Wir sind schon da. Hm. Die Folge noch gerne bei 8 Minuten strecken. Muhahaha. Pausenfahrt drehen. Nee, 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 hier vorne. Ah, das Alpen aus dem Bahnhof. Hier. Okay, den Drehen machen wir auf jeden Fall aber noch mit. Das interessiert mich jetzt mal. Sagen wir mal, an beiden Enden quasi haben wir da Dreh mitgemacht. So, ist hier der Ausstieg. Oje. So, okay, ein Kollege, der bei dem lädt zumindest das Repaint. So. Wunderbar. Ja gut, aber Kollege, ich würde doch ganz gerne dann auch hier durch, nachdem ich fertig bin. Ja, ich lasse jetzt erstmal die Leute raus, dann schauen wir mal hier, ne? Ah, danke schön. Ne, ist er nicht losgefahren? Ich hab gedacht, der fährt los. Ach, Mann. Kollege. Was ist denn da los mit dem? So, was... Wo ist denn das eigentlich unser... Hier links? Hier rechts? Nee, das ist falsch. Ah, der ist vom Blinken her falsch. Ein bisschen hier nach links. Drehen über die Tankstelle. Und dann? Muss ich da stehen bleiben, oder wie? Hä? Wo ist denn dann unsere Haltestelle? Was ist denn der Einstieg? Hm. Haben wir alle? Oh, wegen... So. So, was haben wir jetzt denn hier stehen? Pattberg. Aha. Gut, da gerade außer nicht, ne? Hä? Hör hier und dann ist aber auch irgendwie Feierabend. Gut, ich stelle mich da mal in eine Schleife und dann schauen wir mal. Ich habe auch nicht ganz dafür gedacht, dass man hier durchfährt, ne? Warum drehe ich denn überhaupt? Kann ich hier einfach die Fahrgäste einladen und dann wieder zurück? Hm. Das ist eine berechtigte Frage. Boah, hahaha. So, das passt. Das passt auch. Ja, aber Pattberg, das war ja eine ganz eigene Schleifenanlage, ne? Das ist ja nicht hier irgendwo in der Nähe. Ach, nächste Kreuzung geradeaus. In gar keinem Fall wenden, oder wie? Hm. Ist die auch wieder geradeaus? Müssten wir echt jetzt hier wieder... Hm. Ja, nee, okay. Das ist dann aber auch irgendwie ein bisschen... Das führt mir auch mal ein bisschen weit hier. Ja, das ist wieder zurück. Okay, gut. Dann, müssten wir hier geradeaus... Ja, okay, das wird wieder zurückführen. Das heißt, wir fahren jetzt irgendwie scheinbar nur die Richtung. Gut. Würden wir denn eigentlich... Nee, wir würden eine Linienfahrt fahren, oder?
Nee, wir würden als Busverkehr Waldhofen, als Betriebsfahrt. Na ja, gut, trotzdem bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal wieder bei einer weiteren Folge Let's Play Omsi 2. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.